Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber ich habe Ihnen gesagt gehabt, dass ich jetzt keine Freude im empfinden kann momentan, weil ich einfach unfassbar viel Respekt vor der Aufgabe habe und weil einfach Abstiegskampf Shit ist, muss man einfach sagen. Ne? Das ist, und da kann man nicht sagen, ich fahre da jetzt mit einer Freude hin, auch wenn man wieder dabei ist. Also das ist es, aber Freude habe ich gehabt, mit der Mannschaft zu arbeiten, das kann ich sagen. Auch Freude, wie sie teilweise Fußball gespielt hat. Es werden ja immer wieder Dinge kommen, die neu sind, weil ich habe es auch die Woche schon mehrmals gesagt gehabt, ist natürlich auch schon der dritte Trainer jetzt für die Spieler. Ja, das ist natürlich auch für sie nicht immer so einfach. Deswegen haben wir versucht, auch zwar Handlungen mitzugeben, aber uns auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren. Und da haben wir es teilweise wirklich gut umgesetzt. Wir haben, glaube ich, mit Younes Mali, aber auch mit Daniel Didavi zwei große Chancen gehabt. Hatten ein paar richtig gute Konterchancen, die wir teilweise gut, aber nachher, oder aber auch drei, vier Dinge, wo wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Sonst wären wir heute hier wirklich als Sieger vom Platz gegangen.